Vielfalt gewinnt immer, egal wie das Spiel ausgeht. Das gemeinsame Bekenntnis von Hofmann Personal und den 4 Profisportvereinen für Vielfalt und gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus geben der Initiative Vielfalt gewinnt ein besonderes Gewicht in der Metropolregion und vielleicht zukünftig auch in ganz Deutschland. Also zunächst mal ist es gerade in der jetzigen Phase, wo Corona allgegenwärtig ist, ein tolles Zeichen, weil ein wichtiges gesellschaftliches Thema nicht an den Rand gedrängt wird, sondern jetzt wieder eine Bühne erfährt. Wir werden am morgigen Freitag mit dem Aktionslogo Vielfalt gewinnt auf der Trikotbrust spielen. Hofmann Personal räumt also die Trikotbrust für diese Initiative und das unterstützen wir sehr, sehr gerne. Zusammen mit 4 Vereinen hier, Profivereinen aus der Region, also unter anderem die Spielvereinigung Greuther Fürth, dann die Falcons Nürnberg, dann die Thomas Savo Ice Tigers und den HC Erlangen inszeniert haben, weil wir sagen, wir müssen Farbe bekennen und wir sollten einfach uns einsetzen gegen jegliche Art von Ausgrenzung, gegen jegliche Art von Diskriminierung und dann natürlich vor allem gegen Rassismus. Uns ist an der Stelle einfach ganz wichtig, dass wir die Aktion von Hofmann Personal nochmal unterstützen, untermauern. Und auch wir haben einen kleinen Aktionsslogan entwickelt, weil Fü nicht Anti ist. Und Spieler werden zum Aufwärmen T-Shirts tragen. Wir werden das auf der Werbebande spielen und wir werden auch weitere Maßnahmen rund um, weil Fü nicht Anti ist, im Stadion und in der Region spielen. Und das ist auch ganz wichtig, dass hier Leute sich zusammenfinden, die auch, ich sag mal, Gesicht zeigen und Gesicht zeigen, etwas dagegen unternehmen zu wollen. Und da bin ich total stolz, dass wir es heute geschafft haben, dass wir hier die 4 Vereine aus der Metropolregion zusammengebracht haben, um sich dieser Aktion mit anzuschließen. Und wir wollen die ja auch sukzessive dann auch bundesweit und auch in andere Vereine, andere Regionen ausweiten, weil ich meine, es ist an der Zeit, sich da zu positionieren und das nicht einfach so hinzunehmen.